Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Comic-Review. Was habe ich heute für euch dabei? Diesmal etwas von Marvel. Moon Knight, Wächter der Nacht. Das ist der Anfang des berühmten Houston Finch-Runs an Moon Knight. Das hier jetzt die Neuauflage von Panini. Die hatten das schon mal aufgelegt. Da ich selber von Moon Knight nichts solo habe oder hatte bis jetzt, ich kenne nur so ein paar Solo-Stories aus den Die Spinne Condor-Heften und habe Moon Knight ansonsten nur entweder als Mitglied der West Coast Avengers oder sonst als Gaststar erlebt und wollte immer mal was von ihm solo haben. Deswegen habe ich mich für diese Neuauflage entschieden, weil der Houston Finch-Run gilt ja als recht gut. Ja, und da war klar, dass ich dann zuschlagen werde. Worum geht's? Nach seinen letzten Kämpfen ist hier Mark Spector, der Moon Knight, ein gebrochener Mann, depressiv, dem Wahnsinn verfallen und ernährt sich eigentlich nur noch von Schmerzmitteltabletten, will nichts mehr mit der Außenwelt zu tun haben und seine Feinde, so eine Organisation, die uns da auch vorgestellt wird, will jetzt nochmal zuschlagen und ihm den Rest geben. Von den Freunden abschneiden und ihn dann töten lassen. Und zwar haben sie dafür den Taskmaster verpflichtet. Den kennt man ja auch. Ein durchaus interessanter Gegner. Ja, was Houston hier macht, gefällt mir sehr gut, weil vor allem, wenn man vorher, was jetzt vorher passiert ist, nicht weiß, wie ich, oder nur aus dem Internet heraus kennt, Wikipedia lässt grüßen, dann kommt man trotzdem hier ganz gut zurecht, weil Houston nochmal so einen kleinen Rückblick gibt. Alles Wichtige wird hier eigentlich erwähnt, was so passiert ist. Er bringt den Charakter des Mark Spector oder auch Moon Knight dem Leser wirklich näher. Man merkt, in welcher verzweifelten Situation er ist. Die ganze Geschichte erinnert so ein bisschen an die Nightfall-Storyline von Batman. Nur, dass das hier noch eine Spur noch brutaler und noch düsterer und noch verzweifelter ist. Und ja, er muss sich dann natürlich wieder zurück ins Leben kämpfen, sozusagen, sich dem Taskmaster stellen. Auch auf den wird viel eingegangen, auf die Organisation, die den Moon Knight eben töten lassen will, wird auch viel eingegangen. Also man bekommt hier einen guten Einblick, auch in Bezug auf die Freunde, die Mark Spector noch hat, also auf sein Umfeld. Das wird hier auch gut nochmal dargestellt, sodass man wirklich gut in die Welt eintauchen kann. Ja, hinzu kommen natürlich die Zeichnungen von David Finch. David Finch ist sozusagen Schüler oder orientiert sich an so Legenden wie Jim Lee, Mark Silvestre, also an den großen Zeichnern der 90er Jahre und dementsprechend hat er auch so einen ja, flashy Style oder wie ich das so nenne, so einen bombastischen Style in seinen Zeichnungen, nur eben durch die Kolorierung moderner. Insgesamt wird die Geschichte eh sehr dunkel gehalten. Vieles passiert bei Nacht. Und auch wenn es Tag ist, passiert vieles in so dunklen, schlecht beleuchteten Zimmern oder so. Also man bekommt also die Atmosphäre sowohl von den Zeichnungen als auch von der Zeichnung und Story greifen ineinander, was ich immer sehr gut finde. Also Zeichnungen müssen ja die Story auch tragen. Das muss ja schon passen. Wunderbare Bilder, ne? Wir bekommen viel Action, wir bekommen relativ brutale Action. Also hier sind schon einige deftige Szenen für so einen Mainstream-Comic drin. Das muss man schon sagen. Aber auch das passt für mich
wie die Faust aufs Auge sozusagen. Ich stehe nicht so unbedingt auf Gewalt und Brutalität, aber in dem Fall ist das schon sinnvoll, um diese ganze Atmosphäre der Story zu transportieren. Und das gelingt David Finch mit seinen Zeichnungen, das gelingt Houston mit seiner Schreibe. Also wer mal bei Moonlight reingucken will und jetzt nicht in die neuen Serien einsteigen will oder erstmal abwarten will, die neuen Serien sollen auch sehr gut sein, der kann es mal hiermit versuchen. Also das ist wirklich lesenswert, bekommt auch von mir 3 von 4 Sternen, also hat mir wirklich gut gefallen. Ein sehr starker Comic. Und ich hoffe, dass Panini dann auch den weiteren Verlauf des Runs auflegt. Das wird ja wohl von den Verkaufszahlen ein bisschen abhängen. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für dieses Comic. Also wer sich für Moonlight interessiert, wer auch so ein bisschen auf diese düsteren Geschichten steht, auf starkes Charakterdesign, der ist hier richtig, ne? Ja, das war schon wieder alles von mir. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer diesen Run kennt, wer vielleicht die alten Auflagen davon hat, wer sich vielleicht das jetzt auch neu geholt hat, wer überhaupt Interesse an Moonlight hat. Schreibt mir das mal rein. Über das ein oder andere Like würde ich mich freuen, über den ein oder anderen neuen Abonnenten sowieso. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.